Mein Name ist Marina Hanke und ich bin Jugendkandidatin für die SPÖ bei den kommenden Wahlen in Wien. Ändere, was dich stört. Eine ganz einfache Überlegung, oder? In Wahrheit ist das der erste Gedanke für jede Aktivistin und jeden Aktivisten. Für mich war es eine Wand mit einer rechten rassistischen Schmiererei. Jeden Tag auf dem Weg in die Schule bin ich dran vorbeigegangen und musste mich ärgern. Darüber, dass es Menschen gibt, die so etwas aus Überzeugung an die Wand schmieren. Und darüber, wie viele Menschen diskriminiert werden. Und mir wurden zwei Dinge klar. Das Ding muss weg. Und ich kann doch nicht die Einzige sein, die sich das denkt. In der Sozialistischen Jugend Wien, der größten linken Jugendorganisation der Stadt, habe ich Menschen gefunden, die auch etwas ändern wollen. Gemeinsam mit hunderten anderen Aktivistinnen und Aktivisten kämpfen wir für eine Gesellschaft, in der niemand ausgeschlossen wird. Schon gar nicht wegen Herkunft, Geschlecht, Einkommen oder sexueller Orientierung. Mit Bildungsprogrammen, Aktionen und Medienkampagnen kämpfen wir für linke Ideen und gegen rechte Hetze. Zum Beispiel mit dem jährlichen Fackelzug. Gerade wenn Rechtsextremisten versuchen, aus menschlichem Leid politisches Kleingeld zu machen, müssen wir entgegentreten. Das Ziel ist ein faires, selbstbestimmtes Miteinander. Da braucht es vor allem Partizipation. Nur wer an einer Gesellschaft teilhaben kann, fühlt sich auch als Teil dieser. Im Moment dürfen rund ein Viertel der Menschen, die in Wien leben, arbeiten und Steuern zahlen, nicht wählen, obwohl sie tagtäglich von den politischen Entscheidungen betroffen sind. Daher fordern wir ein faires Wahlrecht, das nicht nur auf die Staatsbürgerschaft schaut. Wir wachsen alle in einer Welt auf, die wir nicht gemacht haben. Es liegt aber in unserer Verantwortung, sie zu verändern. Wiens Zukunft liegt in unseren Händen. Am 11. Oktober ist es deine Entscheidung. Was für ein Wien willst du?